Ich verrate dir heute das Geheimnis deiner Weisheitszähne. In den allermeisten Fällen ist das Ziehen der Weisheitszähne überhaupt nicht nötig. Oft wachsen sie schief heran und richten sich dann ganz natürlich auf. Der Schmerz ist dann auch nur von kurzer Dauer. Aber warum ist die Industrie daran interessiert, die Weisheitszähne so schnell wie möglich ziehen zu lassen? Könnte es sein, dass es einen bestimmten Grund hat? Hier sieht man, dass jeder Zahn einem bestimmten Organ zugeordnet ist. Und hier die unteren Weisheitszähne sind unter anderem zwei Organen zugeordnet. Dem Herz und dem Endokrinum. Und dazu gehört auch die Zirbeldrüse. Das Herz wird als der Sitz unserer Seele bezeichnet und ist der Ursprung unseres elektromagnetischen Feldes. Die Zirbeldrüse, auch drittes Auge genannt, ist die Anbindung an unser höheres Selbst, unser höheres Bewusstsein. Sie wurden nicht grundlos. Oh, ich hab's gewusst, die Zahnarztindustrie steckt auch unter einer Decke mit den Schergen des WEF. Habt ihr Bock auf ein bisschen Propaganda? So richtig geile Umsturz-Vibes. Ha, bitteschön. Bauern, wir stehen hinter euch. Morgen am 8.1. demonstrieren unsere Bauern in Berlin, Dresden und vielen anderen Orten in der Republik. Unterstützen wir sie dabei. Ob Handwerker oder Student, ob Angestellter oder Meister. Der Kampf der Bauern ist nicht nur ein Kampf gegen die verfehlte Politik der Ampelregierung, sondern ein Kampf gegen den Globalismus und ein Eintreten für unser aller Ernährungssicherheit. Wer morgen nicht in einer Welt aufwachen will, in der uns Onkel Schwab und Co. nur noch Insektenbürger auftischen, der muss sich jetzt wehren. Setzen wir morgen ein Zeichen auf der Straße, vernetzen wir uns und zeigen wir den Eliten in Berlin, dass im Kampf um Deutschland noch lange nicht die letzte Messe gesungen ist. Also mir hat der Insektenburger vom Onkel Schwab richtig gut geschmeckt. Sau lecker. Nicht vergessen, morgen geht dann das Weltwirtschaftsforum in Davos los. Der Höhepunkt der Schwurbler-Saison. Das ist ja für die wie Weihnachten, Silvester, Ostern und Pfingsten an einen Tag. Da holen sie sich einen runter. Sind wir mal gespannt, was sie Neues herausfinden. Und nichtsdestotrotz schauen wir auf die Bauernproteste zurück. Eigentlich ist ja nur noch geblieben, dass die Steuervergünstigungen beim Agrardiesel stufenweise abgeschafft werden. Die Streichung der Kfz-Steuerbefreiung ist ja von der Regierung gecancelt worden. Cancel Culture im anderen Sinne. Selbst diesen Kompromiss lehnt der Bauernverband ab. Spricht davon, dass das Fass übergelaufen ist, die ganzen Gesetzesänderungen, die ganze Bürokratie, die sich in den letzten Jahren aufgebaut hat. Das alles lehnen sie ab. Too much in ihrem Sinne. In meinen Augen hier ein glasklares Nein. Die Bauern haben das echt gut gemacht. Sie haben versucht, diese ganzen Spinner, diese ganzen Chaoten da fernzuhalten von den Protesten. Ist leider nicht immer gelungen, aber man muss da auch Realist sein. Das kann nicht zu 100% funktionieren. Du kannst ja nicht jeden AfD-Funktionär, jeden NPD-Funktionär, jeden dritten Weg-Typen persönlich kennen oder vom Gesicht her kennen. Was jetzt nicht so prickelnd war, das war die ganze Demo-Beschilderung, also die berühmt-berüchtigten Galgen mit den Ampeln. Symbole der Landvolkbewegung drohen an Politiker und Transparente, die mit dieser Art von Protest gar nichts, aber auch rein gar nichts zu tun haben. Hui, Dresden, das war eine üble Geschichte. Auch da muss man unterscheiden. Der Protest am Montag in Dresden, nichts mit den Bauernprotesten zu tun. Datenfreie Sachsen, Querdenker, NPD, dritter Weg aufgerufen und die Massen sind gefolgt. Eine der größten Neonazi-Demos, die es seit langer, langer Zeit in Deutschland gegeben hat. Oben im Bild der Neonazi-Brück und der Sellner war auch da derzeit ja in allen Medien Thema. Die offizielle Demo vom Bauernverband fand dann am Mittwoch statt. Dort versuchten Rechte und andere, zum Beispiel die Freien Sachsen, diese Demo ebenfalls zu unterwandern. Das ist aber grandios gescheitert. Hier auf unserer zugewiesenen Versammlungsfläche könnt ihr im Live-Standort verfolgen, könnt ihr damit auch finden. Man hat uns im Prinzip von der Versammlung ausgeschlossen. Die Bauernproteste an sich schon nicht ganz so friedlich waren ein paar Autofahrer, die versuchten, die Blockaden zu durchbrechen und verletzten dabei mehrere Bauern. Andere Zwischenfälle gab es auch noch hier in den nächsten Artikel. Da haben irgendwelche Verrückten einer Bäckerei einen Misthaufen vor die Tür gesetzt, weil die bei dem Protest nicht mitmachen wollte.
Ja, und auch hier muss man wieder unterscheiden. Es gibt natürlich Blockaden, die vom Demonstrationsrecht gedeckt sind. Und dann gab es aber auch eine Menge Blockaden, die halt nicht angemeldet waren. Hunderte Strafanzeigen gingen gegen die Bauern raus. Und da geht es um Nötigung, Verstöße gegen das Versammlungsschutzgesetz oder auch Eingriff in oder gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Man blockierte illegal Zentrallager, Warenlager. Und ja, liebe Bauern, das ist genau das, was man der letzten Generation vorwirft. Wird Zeit, Ruckwitz Büro zu durchsuchen. Ja, wurden sie. Da gibt es auch nichts zu beschönigen. Müsst ihr nur mal googeln, da gibt es genug Trefferergebnisse. Der Sanker brauchte länger, die Feuerwehr kam später. Schulbusse wurden nicht durchgelassen. Rettungseinsätze erschwert, Ärzte kamen nicht ins Krankenhaus. Mit all denen hat aber der Bauernverband nichts zu tun. Nee, nee, die distanzieren sich davon. Das waren ja illegale Blockaden. Und damit haben sie ja nichts zu tun. Die haben so ein schönes Sherpick hier rausgeknallt. Ja, präventivhaft, wann für die Bauern? Den Querdenkern ging es wie der AfD. Sie wurden ausgeschlossen, wo man sie erkannte. Im Lager der Querdenker selber ist die Stimmung ziemlich gedrückt. Hören wir uns doch mal die durchgeknallte Sonnenkühle an. Weiterhin glauben, Leute. Ja, ich meine, ihr habt alle gesagt, Bauernproteste, super, super, super. Jetzt werden wir es schaffen, ja. Und wie viele waren wirklich auf der Straße? Es waren die Bauern und Co. Das war beeindruckend, das war großartig. Aber wie viele waren an der Straße? Das hätte was ausgesagt. Das. Ferner versuchten die Anwälte für Aufklärung, darunter Markus Heinz, Ralf Ludwig, diese Proteste zu benutzen, um neue Kundschaft zu gewinnen und solche skurrilen Typen wie Alexander Ehrlich sind wieder auf der Erdoberfläche erschienen. Da sind wir bei meinem Thema. In Hamburg wurden verschiedene Verkehrskameras aufgrund rechtlicher Vorgaben offline geschaltet. Die Aufgewachten sehen darin eine Unterdrückung der Bilder. Das Volk, die Welt soll nicht sehen, wie viele Leute wirklich in Hamburg unterwegs sind. In Zeiten von Social Media eine steile These. Franz Beckenbauer ist gestorben. Diese Meldung ist gezielt verspätet veröffentlicht worden, damit diese Schlagzeile die Bauernproteste aus den Zeitungen verdrängt. Und einer der Co-Organisatoren der Bauerndemos, der verbreitet, dass man die Bauern enteignen will, um darauf später Flüchtlingsunterkünfte zu bauen. Klassiker. Ich feiere den Chef. Nein. Wir nehmen zu wenig von dir, müssen wir die Preise anheben, ihr Idioten. Ihr kassiert euch Felder ohne Ende, meine Mitarbeiter schläft mit Türen. Die bezahlen die Steuern, wo eure Subventionen mehr bezahlt werden. Meine, ihr dummes Bauernpack, wer das sei. Was lässt sich denn jetzt abschließend sagen? Morgen ist nochmal die große Abschlusskundgebung in Berlin mit einer Sternfahrt. Danach gibt's noch ein Treffen von dem Bauernverband und politischen Vertretern der Ampelregierung. Die Proteste waren friedlich, die Abgrenzung gegen Rechts und gegen Radikale und Spinner waren gut. Nicht perfekt, aber gut. Es gab illegale Blockaden, es gab Behinderungen gegen Rettungskräfte und es gab Gewalt gegen die Bauern. Den Vergleich zur letzten Generation, den kann man getrost ziehen. Das Hauptargument der Bauern, wir melden ja unsere Blockaden an, das ist obsolet geworden, weil es halt nicht funktioniert hat. Ich kann mir hier nicht vorstellen, dass die Ampel nochmal irgendwo nachgibt. Die Kompromissbereitschaft bei den Bauern absolut null vorhanden. Die Rhetorik wird immer schärfer. Den Generalstreik, den gab's nicht. Oh Wunder, oh Wunder. Und was bleibt denn den Bauern jetzt eigentlich noch? Ja, sie könnten nur noch die Infrastruktur lahmlegen nächste Woche. Auch das wurde schon angedroht. Aber ob das der Weg zum Erfolg ist, ich wage das mal schwer zu bezweifeln. Damit seid ihr bei den Bauernprotesten aktuell auf dem Laufenden, was letzte Woche alles passiert ist. Einen schönen Sonntag noch. Wir hören uns.